am what I am, and that's all that I am. I am what I am. Yo, Leute, was geht, was steht, hier ist Emma Julian. Nach langer Zeit, nach zu langer Zeit, mal wieder mit einem Commentary in der Startline. Lange ist es her, dass ihr meine Stimme gehört habt, in einem Commentary. Ich klinge ein wenig ruhig und ausgeglichen. Das liegt daran, dass ich ruhig und ausgeglichen momentan bin. Auf jeden Fall habt ihr bittere Tränen verschenkt, bittere Tränen verschüttet. Ihr habt geschlurzt und geweint. Aber nun bin ich zurück, packt die Taschentücher wieder ein. Und warum rede ich gerade so flüssig und salopp daher? Das liegt daran, dass ich dieses Commentary zum wahrscheinlich 10. Mal neu starte. Denn ich versuche mir jetzt mal mehr Mühe mit meinen Commentaries zu geben und nicht nur sinnlose Scheiße zu labern. Emma Gulligan versucht sich mal zu verbessern. Ich werde zwar immer noch sinnlos daherreden, aber diesmal flüssig sinnlos daherreden. Obwohl, so sinnlos ist es eigentlich gar nicht, was ich sage. Denn Emma Gulligan hat YouTube analysiert. Denn Emma Gulligan ist ein Analyst. Nee. Fuck. Auf jeden Fall, was mir an YouTube aufgefallen ist, im AC-Bereich, es kamen immer mehr Commentaries, das finde ich super, aber was sonst noch aufkommt, ist ein Hass zwischen Xbox und PC, zwischen PC, PS4 und PC, zwischen Konsole und PC. Meine Freunde, was werden wir tun? Was werde ich dagegen tun? Oder werde ich überhaupt was dagegen tun? Das alles und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Ghostbusters. Nein, das werde ich in einem Behind the Animus genauer thematisieren. Also macht euch darauf gefasst. Für die Helden, die nicht wissen, was damit gemeint ist, mit diesem aufkommenden Hass zwischen Xbox und PC, beziehungsweise dem vermeintlichen Hass. Vielleicht ist es auch nur eine Rivalität, vielleicht ist es auch nur Langeweile. Das werde ich alles thematisieren in einem Behind the Animus Video. Am 7. Mai werde ich auch die Pseudo-Challenge auflösen, ein Konstrukt des Wahnsinns. Und nein, ich war nicht bekifft, als ich auf diese Idee kam. Auch wenn mir das einige unterstellen, ich nehme keine Drogen. Also bitte lass das sein. Ich habe wirklich bittere Tränen, aber nicht so bittere Tränen geweint, wie ihr, als ihr mich nicht mehr hören konntet, sondern ich habe aber trotzdem bittere Tränen geweint, als mir diese Sache unterstellt wurde. Also da war ich schon ein wenig traurig, nein, war ich nicht. Auf jeden Fall war auf Xbox Live, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, gab es auf Xbox Live kostenloses Internet, meine Freunde, kostenloses Internet. Und ja, das ist was Besonderes gewesen, denn wir Xbox-Faggots müssen ja fürs Internet Geld bezahlen. So circa 7 Euro im Monat. Man kann sich auch eine 3 Monate Mitgliedschaft für 20 Euro kaufen. Oder ich glaube, es waren für ein Jahr 50 Euro. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Vielleicht waren es auch 55 Euro. Auf jeden Fall konnten wir jetzt am Wochenende des 1. und 2. und 3. Mai online zocken. Deswegen kamen diese ganzen Leute, die lang nicht mehr gespielt haben, aus finanziellen Gründen oder weil die zu Next Gen gewechselt sind oder aus irgendeinem anderen Grund, weil Assassin's Creed auf der Old Gen, also auf den alten Konsolen, keine Aktivität mehr hat, kamen diese ganzen Leute zurück. Natürlich waren die meisten rusty as fuck. Also, auf gut Deutsch gesagt, waren alle nicht mehr wirklich mit dem Spiel vertraut, sag ich mal, oder die meisten konnten dieses Spiel halt nicht mehr so krass, nee. Ich war auch nicht gerade in Bestform, obwohl ich gerade hier eine krasse Freerunning-Szene gerissen habe. Nein, war eigentlich gar nicht so krass. Ich habe nur ein bisschen rumgetanzt. Auf jeden Fall, meine Kinder. Auf jeden Fall, wollte ich irgendwas sagen, aber ich habe es leider vergessen. Was war das denn nochmal? Lasst mich kurz überlegen. Es war irgendwas mit Aufkommen Hass zwischen Xbox und PC. Egal, mir will es einfach nicht mehr einfallen. Ich werde jetzt nicht diesen Gedanken suchen, denn das wird nur eine schmerzhafte Prozedur sein. Hashtag Wikipedia, Hashtag heldenhaft, Hashtag ich hasse Hashtags. Auf jeden Fall finde ich die Aktivität auf YouTube sehr gut, das habe ich ja bereits vorhin gesagt, aber was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass jetzt ist mir der Gedanke gerade wieder gekommen. Auf jeden Fall finde ich diese Commentary-Entwicklung sehr gut, also die Leute, die ganze Zeit Commentaries macht weiter so. Ich, Emma Hooligan, verehre euch.
Okay, nee, werden wir nicht zu arschkriecherisch, aber wirklich, ich mach weiter so. Also auch, ich kann mal ein paar Leute erwähnen, so Erwin-Style hier, Snake Whisperer, Bobson Gaming, Fantasy Phoenix, auch sind schon so viele geworden. Darkness Hunter, okay, Bobson Gaming macht schon auch schon lange. Darkness Hunter, LMS Clan TV, wen hab ich vergessen? KefKev One. Wer macht sonst noch deutsche Commentaries? Gibt's da noch welche? Nein, oder? Wahrscheinlich, ich wette, ich habe irgendeinen vergessen. Nein. Mir fällt gerade einer, gerade keiner ein. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen vergessen und dann werde ich zusammengeschlagen. Lila Brava, natürlich. Natürlich. Wahrscheinlich habe ich immer noch einen vergessen, aber gleich wird, deswegen werden gleich Schläge kommen. Auf jeden Fall macht weiter so, Leute. Ich supporte euch, werde immer eure Videos schauen. Mittlerweile fühle ich mich auch in der Rolle des Zuschauers fast schon wohler als in der Rolle des, ja, des Videos, Videoproduzenten. Also ich bin schon, ich fühle mich mehr in, fast schon wohler als Konsument. Ja, als Konsument wohler als im Gegensatz zum. Boah, kann ich mal keinen grammatikalisch korrekten Satz formulieren, bin ich ja bescheuert. Oh, der läuft vorbei. Xbox confirmed, würden jetzt manche Leute sagen. Also, das finde ich echt nicht korrekt. Also dieser ganze Zynismus, der ist doch echt giftig. Aber warum hassen sich Konsole und PC so sehr? Uns ist langweilig, meine Freunde. Wie uns ist langweilig. Denn wir wissen, dass dieser Multiplayer eine düstere Zukunft hat. Der Multiplayer hat eine so gute Zukunft wie die eines vorgestraften Förderschülers, meine Freunde. Das ist eine bittere Sache, das ist eine bittere Sache. Aber dieser Multiplayer, er wird zurückkommen. Ich sage es euch, er wird zurückkommen. Ob er so zurückkommen wird, wie es wünschen, keine Ahnung. Aber irgendwann, wenn auch in vielleicht in 5 oder 10 Jahren oder in 15 oder 20 Jahren, wird dieser Multiplayer zu altem Glanz erblühen. Oder was heißt zum alten Glanz? Dieser Multiplayer wird eh nie untergehen. Es wird immer, solange es immer Leute geben wird, die an den Multiplayer glauben, solange es Leute geben wird, die dem Horizont entgegenlaufen, dem Sonnenuntergang entgegenlaufen und dabei freundlich rechts nach oben schauen und dabei ein wunderschönes Lächeln von ihren Lippen abgeben, so lange wird es diesen Multiplayer geben. Eieiei, komme ich immer auf so einen Rotz. Und nein, ich wiederhole es, ich nehme keine Rauschmittel. Auf jeden Fall. Was wollte ich denn gerade sagen? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, genau, das wollte ich schon erwähnen. Das komischerweise zur gleichen Zeit, wie es auf Xbox kostenloses Internet gibt es ist auf ja ist auf PC AC3 broken, gebrochen, meine Freunde. Ist das ein Zufall? Ich denke nicht. Ich denke nicht, das ist eine Verschwörung. Ich kann auch mal erwähnen, wer alles noch im Game ist. Das könnte ich auch noch mal machen. Also hier ist das gerade ein Mashup, ne? Ah, boah, dieses, ne? Das war gerade so zittrig irgendwie. Im Game sind Oma FKK4, Console P sind Number One, würde ich sagen. Denn Oma FKK4, er ist ein Mann mit Ehre. Denn er hilft kleinen Kindern über die Straße, die hinfallen. Denn, wie heißt es auch so schön, nur bei Grün der Kinder wegen. Aber er ist über Rot gegangen. Aber warum ist er über Rot gegangen? Um ein Kind zu helfen, das bei Grün über die Straße ging, aber bei Rot stehen blieb. Warum ist es stehen geblieben? Ist auf dem Weg gestolpert. Auf jeden Fall, deswegen ist OmaFKK4 ein Mann mit Ehre. Wer ist sonst noch im Game drin? MAGX Insane. MAG Hooligans Friend seit Anbeginn der Zeitrechnung. Die wurde bei Singer ist auch noch dabei. Ein Kompagnon MAG Hooligans. Der Attacker Bro. Wir attacken schon seit Ewigkeiten zusammen. Wir verkacken schon manchmal im Angriff auf bescheidene Art und Weise. Denn Black Bazinga Style, das ist der größte Style, den es gibt. Und dieses, ich bin jetzt gerade irgendwie nicht, ich bin jetzt irgendwie aus der Rolle gekommen. Was heißt aus der Rolle gekommen? Ich bin jetzt irgendwie, ich hab manchmal das Gefühl, ich lasse mich zu sehr ablenken. Aber ich liebe es auch, mich ablenken zu lassen, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. Aber was mir gerade nicht gefällt, dass meine Stimme so ein bisschen zittrig ist. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich ist mein Hals ein bisschen trocken oder so. Aber das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich ein neues Headset habe. Dieses neue Headset ist ein bisschen ungewöhnlich, weil
weil das einem die Ohren so zudrückt. Habt Mitleid mit MIG Hooligan, habt Mitleid, denn ich habe ein hartes Leben. Nein, habe ich nicht. Mein Leben ist geil. So wie jedes Leben in Europa geil ist. Naja, in Westeuropa auf jeden Fall. Vieles, viele Leben, sage ich mal, viele. Nicht jedes, nicht jedes. Ja, also macht euch drauf gefasst, MIG Hooligan wird wieder in nächster Zeit wieder mehr Videos machen, denn ich habe viele Gameplays auf Vorrat und auch viele Geschichten zu erzählen, viele tragische Schicksale muss ich behandeln. Und ja, vielleicht kommt auch gar nichts, wenn ich keinen Bock habe, ein Video zu machen. Aber ich denke, ich habe eigentlich fast immer Bock, Videos zu machen. Außer so ab und zu mal, da bin ich in einem Motivationstief. Aber meistens habe ich Bock. Besiegt euren inneren Schweinehund. Macht weiterhin Commentaries. MIG Hooligan wird euch schauen. Und ich hasse es, von mir selbst in der dritten Person zu reden. So wie ich es hasse, Caesar Text zu übersetzen. Nein, Caesar ist cool. Egal, haut's da rein. Burn into a short, and I'll be